Herzkranzgefäß. Der Arzt zeigt mir den Film. Das ist die Stelle. Sie sehen selbst. Jetzt weißt du, wo Gott wohnt. Asche, der Traum von 7 Meisterwerken. 3 Treppen und die Sphinx zeigt ihre Kralle. Sei froh, wenn der Infarkt dich kalt erwischt, statt dass ein Krüppel mehr die Landschaft quert. Gewitter im Gehirn, Blei in den Adern. Was du nicht wissen wolltest, Zeit ist Frist. Die Bäume auf der Heimfahrt schamlos grün. Ich habe überhaupt keine Hoffnung. Ich habe aber auch keine Verzweiflung. Also das ist nicht mein Gebiet, ist auch nicht meine Arbeit. Ich versuche zu beschreiben, was ist. Also wenn ich schreibe, dann bin ich im Wesentlichen allein. Und dann schreibe ich also für mich und ich bin mein Publikum. Und wenn es gespielt wird oder wenn es aufgeführt wird, dann kommt Publikum dazu. Dann steht eine ganz andere Situation. Aber schreiben kann man nicht für einen Staat oder für eine Ideologie oder was immer. Als Kinder haben wir Versteck gespielt. Erinnerst du dich noch an unsere Spiele? Alle verstecken sich, einer muss warten. Gesicht am Baum oder an einer Wand. Die Hand über den Augen, bis der Letzte seinen Platz gefunden hat. Und wer gesehen wird, muss um die Wette laufen mit dem Sucher. Wenn er zuerst am Baum steht, ist er frei. Wenn nicht, muss er stehen bleiben auf der Stelle, als ob der Handschlag an Wand oder Baum ihn an den Boden nagelt wie ein Grabstein. Er darf sich nicht bewegen, bis der Letzte gefunden ist. Und manchmal wird der Letzte, weil er zu gut versteckt ist, nicht gefunden. Dann warten alle, die versteinert dastehen, jeder sein eigenes Denkmal auf den Letzten. Und manchmal kommt es vor, dass einer stirbt und sein Versteck wird nicht gefunden. Kein Hunger treibt ihn heraus aus seinem Tod, der ihn gefunden hat, außer der Reihe. Die Toten haben keinen Hunger mehr. Dann fällt die Auferstehung aus. Der Sucher, jeden Stein hat er umgedreht 4-mal. Jetzt kann er nur noch warten. Das Gesicht an seinen Baum oder an seiner Wand. Die Hand über den Augen, bis die Welt an ihm vorbei ist. Merkst du ihren Gang? Leg deine Hand über die Augen, Bruder. Die anderen, die der Sucher an den Boden genagelt hat mit seinem Handschlag an Baum oder Wand, weil sie nicht schnell genug gelaufen sind aus ihrem Versteck, das nicht sicher genug war, und jetzt haben sie für ihre Augen keine Hand. Weil sie sich nicht bewegen dürfen und die Augen schließen dürfen sie auch nicht nach der Regel. Wie Steine auf dem Friedhof warten sie mit offenen Augen auf den letzten Blick. Das Lager war auf irgendeinem Plateau, das war im Erzgebirge. Und ich stand mit meiner Mutter vor dem Tor, man durfte nicht ins Lager. Und auf der anderen Seite stand mein Vater, also der Draht dazwischen. Und ich erinnere mich nur, dass er sehr klein aussah und sehr, Sträflingskleidung war ihm zu groß. Und er sah sehr klein aus und sehr dünn. Und neben ihm stand ein Posten mit einem dicken, freundlichen Schweinekopf und der sagte mir, dass mein Vater bald nach Hause käme. Und ich habe danach, hat mir meine Mutter erzählt, öfter im Schlaf so gefragt,
warum er nicht über den Zaun springt, warum er da drin bleibt. Also das war schon eine Vatertötung, dieses Erlebnis, dass er schwach war und dass er ein Besiegter war. Heiner Müller, Geburt in Eppendorf, am 9. Januar 1929. Das war 36, glaube ich. Und da gab es ein Aufsatzthema über die Autobahn, die Straßen des Führers und ich glaube in allen Schulen, jedenfalls in Sachsen, wo ich war, mussten darüber Aufsätze geschrieben werden. Und es gab die Mitteilung, dass die besten Aufsätze prämiert werden. Und ich kam nach Hause, mein Vater, wie gesagt, war arbeitslos. Und ich erzählte ihm das und er sagte, du musst keinen Preis kriegen, also ist nicht wichtig. Er hat im Allgemeinen sich nicht eingemischt, also ich habe das selber gemacht. Und dann, als ich nur anfing, diesen Aufsatz zu schreiben, ich weiß nicht wie und wusste auch nicht wie, kam er und sagte, wenn du diesen Aufsatz schreibst, ich helfe dir und da schreibst du einen Satz rein. Und dann hat er mir einen Satz gesagt, den habe ich reingeschrieben, das war der Satz, es ist gut, dass der Führer die Autobahnen baut, da bekommt bestimmt auch mein Vater wieder Arbeit, der so lange feiern musste. Und ich habe das reingeschrieben und der Aufsatz wurde prämiert und er kriegte eine Arbeit an der Autobahn. Und das habe ich wirklich als Verrat empfunden. Weil wir waren einig darüber, dass Hitler ein Idiot ist und ein bösartiger Idiot und dass dieses System feindlich ist. Und plötzlich hat er mir diesen Satz in den Aufsatz geschrieben. Woher, Kamerad? Aus der Schlacht. Wohin, Kamerad? Wo keine Schlacht ist. Deine Hand, Kamerad. Brecht wollte nicht in die sowjetische Besatzungszone zunächst. Er wollte ein Theater in der amerikanischen Zone, wo er zu Hause war, in dem süddeutschen Bereich. Nach dem, was ich weiß, das ist alles noch nicht ganz geklärt, waren die Amerikaner dagegen, dass Brecht da ein Theater kriegt. Dann hat er als vorsichtiger Mensch und in Kenntnis der Geschichte des Stalinismus natürlich, hat er die österreichische Staatsbürgerschaft erworben durch ein Versprechen, was er allerdings nicht eingelöst hat, den Jedermann neu zu schreiben für Salzburg. Dafür kriegte er über Gottfried von Einem die österreichische Staatsbürgerschaft. Als österreichischer Staatsbürger kam er dann in die sowjetische Besatzungszone. Und für ihn war die DDR dann sowas wie eine junge Prostituierte im Verhältnis zu einem alten Syphilitiker. Der alte Syphilitiker war für ihn die Bundesrepublik. Und er glaubte wirklich, wie sehr viele Emigranten, vor allem kommunistische und linke Emigranten, aber auch Arnold Zweig, der Jude war und aus Israel kam, die glaubten wirklich, dass in der Bundesrepublik, der Faschismus sich wieder formiert. Brecht war in der DDR sehr, sehr isoliert und er war ein Störfaktor, bis er starb. Erst danach wurde er kanonisiert und man hat die Geschichte seiner Beziehung zur DDR neu geschrieben. Bis dahin war das zum Beispiel,
Studenten der Theaterhochschule Leipzig relegiert worden, noch in den frühen 50er Jahren, weil sie Aufführungen des Berliner Ensembles besucht hatten. Also Brecht war eine Art teuflisches Prinzip, mephistophelisches Prinzip, das man sich leisten musste wegen seiner internationalen Repräsentanz. Ich weiß nicht, ob er mich mochte oder ob ich ihn mochte, also das ist, weiß ich nicht. Ich wollte damals, weil das Berliner Ensemble war ein Mekka natürlich für einen jungen Mann aus der Provinz, der in Berlin Fuß fassen wollte und mit Theater zu tun haben wollte. Ich habe versucht, in dieses Mekka einzudringen, es ist mir nicht gelungen, worüber ich Jahre später sehr froh war. Aber im Moment war ich sehr enttäuscht und sehr gekränkt. Ich hatte ein Gespräch mit Brecht. Oder zwei. Ich war einmal in Weißensee in seinem Haus. Wenn man so jung ist, ist man frech und geht da einfach hin. Und das war gerade Abendbrotzeit und habe ich die Weigel, glaube ich, rausgeworfen. Und dann war ich im Berliner Ensemble, habe ihm Gedichte gezeigt. Er hat die durchgeblättert und sagte, sehr interessant, und wovon leben Sie? Wo ist der Morgen, den wir gestern sahen? Der frühe Vogel singt die ganze Nacht. Im roten Mantel geht der Morgen durch den Tau, der scheint von seinem Gang wie Blut. Ich lese, was ich vor 3, 5, 20 Jahren geschrieben habe, wie den Text eines toten Autors aus einer Zeit, als ein Tod noch in den Vers passte. Die Mörder haben aufgehört, ihre Opfer zu skandieren. Ich erinnere mich an meinen ersten Versuch, ein Stück zu schreiben. Der Text ist in den Nachkriegswirren verloren gegangen. Es begann damit, dass der jugendliche Held vor dem Spiegel stand und herauszufinden versuchte, welche Straße die Würmer durch sein Fleisch gehen würden. Am Ende stand er im Keller und schnitt seinen Vater auf. Im Jahrhundert des Orest und der Elektra, das heraufkommt, wird Ödipus eine Komödie sein. Für mich war klar, dass der, ich weiß, es ist jetzt ein Selbstzitat, der Aufenthalt in diesem Material für mich produktiv ist als Dramatiker. Weil dieses Material kriege ich zum Beispiel in der Bundesrepublik nicht. Da kann ich nur Hühneraugen-Dramatik schreiben. Und in der DDR konnte ich Krebsdramatik schreiben, wenn man bei diesem Krakraus bleiben will. So ist das also. Da schindet man sich krumm, ins Kreuz getreten 30 Jahre, fressen wie ein Hund, und den Trab wie ein Gaul. Und jetzt heißt es, ein Saboteur? Das ist also euer Arbeiterstaat. Ihr seid nicht besser als die Nazis. Sag das nochmal. Ich hab gesagt, ihr seid nicht besser als die Nazis. Ich kann nur beschreiben, wenn ich, warum ich zum Beispiel in der DDR lebe und hier auch bleiben will und werde. Ein Grund dafür ist, was mich ärgert, zum Beispiel, wenn ich in Köln durch die Fußgängerzone gehe oder durch eine beliebige Fußgängerzone, wo eingekauft wird, ärgert mich die Unschuld dieser Bevölkerung. Die sind alle unschuldig und ich mag keine unschuldigen Menschen. Das ist für mich fast mit Ekel verbunden, diese Unschuld.
Die sind an nichts schuld, gewesen und sind auch jetzt an nichts schuld. Und sind subjektiv wirklich unschuldig. Das bin ich nicht. Meine Herausgeber wühlen in alten Texten. Manchmal, wenn ich sie lese, überläuft es mich kalt. Das habe ich geschrieben im Besitz der Wahrheit. 60 Jahre vor meinem mutmaßlichen Tod. Welches Grab schützt mich vor meiner Jugend? Ja, die Voraussetzung für die Rolle des Hofnarren ist doch ein funktionierender und ein abgegrenzter Hof. Und den gibt es nicht mehr. Also diese Grenzen werden immer durchlässiger. Der Hof ist nicht mehr abzugrenzen. Und das hat schon Folgen. Ich hätte zum Beispiel überhaupt keine Lust im Moment, in der Bundesrepublik zu inszenieren. Weil ich glaube, da kommt man wirklich in die Narrenfunktion. Theater, da kann man alles machen. Es gibt zwei Tabus, aber mehr nicht. Das Theater ist da viel mehr ein abgegrenzter Bereich, ne, als hier. Und hier ist es Öffentlichkeit. Es ist auch, wenn Sie wollen, Ersatz für Öffentlichkeit. Ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Komm! Ich bring dich heim. Ich muss zur Arbeit. Nachtschicht? Ja, ich habe immer Nachtschicht. Was will der? Das ist der Weihnachtsmann. Fehlt Ihnen was? Ein schönes Paar. Gestatten Sie, dass ich Ihnen ein kleines Souvenir anbiete? Ein Memento Mori für das neue Heim. Mitten wir im Leben sind, von dem Tod umfangen. Gestern an einem sonnigen Nachmittag, als ich durch die tote Stadt Berlin fuhr, heimgekehrt aus irgendeinem Ausland, hatte ich zum ersten Mal das Bedürfnis, meine Frau auszugraben aus ihrem Friedhof. Zwei Schaufeln voll habe ich selbst auf sie geworfen. Und nachzusehen, was von ihr noch da liegt, Knochen, die ich nie gesehen habe, ihren Schädel in der Hand zu halten und mir vorzustellen, was ihr Gesicht war, hinter den Masken, die sie getragen hat, durch die tote Stadt Berlin und andere Städte, als er bekleidet war mit ihrem Fleisch. Ich habe dem Bedürfnis nicht nachgegeben, aus Angst vor der Polizei und dem Klatsch meiner Freunde. Sie hatte ein massives Trauma aus dem Krieg. Sie hat in Berlin, sie war Luftwaffenhelferin oder sowas, sie kam in den letzten Kriegstagen oder Wochen auf Urlaub und das Haus, wo ihre Eltern wohnten, wo sie auch gewohnt hatte, war zerbombt. Die Eltern lagen wahrscheinlich im Keller. Sie hat ihre Eltern ausgegraben aus dem Keller und die Reste auf den Friedhof gekarrt. Solche Dinge. Sie selbst war zweimal verschüttet während des Bombenkriegs in Berlin. Und sie war einfach schwer traumatisiert dadurch. Und dann hatte sie zwei Ehen, bevor wir geheiratet haben, die wohl auch nicht so einfach waren. Wir haben nie viel darüber gesprochen. Und sie war irgendwann auch alkoholabhängig. Und es gab dann, also schon bevor ich sie kannte, das habe ich später aber erst erfahren, gab es immer wieder Selbstmordversuche. Immer im Zusammenhang mit der Erinnerung an diese Ausgrabung der Eltern, an die Verschüttung und so weiter. Und es war einfach ihr Leben war ein wirklich heroischer Kampf gegen den Wunsch, sich zu töten. Ophelia,
Ihr Herz ist eine Uhr. Ich bin Ophelia, die der Fluss nicht behalten hat. Die Frau am Strick. Die Frau mit den aufgeschnittenen Pulsadern. Die Frau mit der Überdosis. Auf den Lippen Schnee. Die Frau mit dem Kopf im Gasherd. Gestern habe ich aufgehört, mich zu töten. Ich bin allein mit meinen Brüsten, meinen Schenkeln, meinem Schoß. Ich zertrümmere die Werkzeuge meiner Gefangenschaft. Den Stuhl, den Tisch, das Bett. Ich zerstöre das Schlachtfeld, das mein Heim war. Ich reiße die Türen auf, damit der Wind herein kann und der Schrei der Welt. Ich zerschlage das Fenster. Mit meinen blutenden Händen zerreiße ich die Fotografien der Männer, die ich geliebt habe und die mich gebraucht haben, auf dem Bett, auf dem Tisch, auf dem Stuhl, auf dem Boden. Ich lege Feuer an mein Gefängnis. Ich werfe meine Kleider in das Feuer. Ich grabe die Uhr aus meiner Brust, die mein Herz war. Ich gehe auf die Straße, gekleidet in mein Blut. Mein Drama hat nicht stattgefunden. Das Textbuch ist verloren gegangen. Die Schauspieler haben ihre Gesichter an den Nagel in der Garderobe gehängt. In seinem Kasten verfault der Souffleur. Die ausgestopften Pestleichen im Zuschauerraum bewegen keine Hand. Ich gehe nach Hause und schlage die Zeit tot, einig mit meinem ungeteilten Selbst. Das war eigentlich die erste Inszenierung, wo ein Aspekt sicher unter anderem deutlich wurde, nämlich die Selbstkritik der Intelligenz oder des Intellektuellen. Tiefsee. Ophelia im Rollstuhl. Fische. Trümmer. Leichen und Leichenteile treiben vorbei. Ophelia, während zwei Männer in Arztkitteln sie und den Rollstuhl von unten nach oben in Mullbinden schnüren. Hier spricht Elektra. Im Herzen der Finsternis, unter der Sonne der Folter, an die Metropolen der Welt, im Namen der Opfer. Ich stoße allen Samen aus, den ich empfangen habe. Ich verwandle die Milch meiner Brüste in tödliches Gift. Ich nehme die Welt zurück, die ich geboren habe. Ich ersticke die Welt, die ich geboren habe, zwischen meinen Schenkeln. Ich begrabe sie in meiner Scham. Nieder mit dem Glück der Unterwerfung. Es lebe der Hass, die Verachtung, der Aufstand, der Tod. Wenn sie mit Fleischermessern durch eure Schlafzimmer geht, werdet ihr die Wahrheit wissen. Die Männer gehen ab. Ophelia bleibt auf der Bühne, reglos in der weißen Verpackung. Was spricht eigentlich gegen ein schlechtes Gewissen als Schreibimpuls oder als ein Schreibimpuls? Das gehörte zu der Erfahrung, zu diesem Erfahrungsdruck in der DDR. Und das schlechte Gewissen schärft auch den Blick für das eigene Bewusstsein oder Gefühlsleben und auch den Blick für gesellschaftliche Strukturen. Wenn ich gesagt hätte, ich reise nicht, bevor nicht alle reisen können, hätte ich eine ganze Menge Dinge nicht schreiben können, die ich geschrieben habe, weil ich reisen konnte. Das hätte ich, und meine erste moralische Verpflichtung ist die meiner Arbeit gegenüber. Geschichte her ist es einerseits uralt, andererseits 19. Jahrhundert, aber auch noch 20. Diese Konstellation älterer Mann, Freund, junge Frau, da gibt es seit Jahrtausenden und wird es vielleicht auch im nächsten Jahrhundert noch geben. Ich habe meinen Text geschrieben in einem Stück. Es ist ein Wunder, dass so ein Knochen so ein Fleisch abwirft, und ich wundere mich immer wieder, dass es mir gelungen ist, noch so ein gutes Kind
herzustellen. Und da bin ich schon stolz drauf. Das ist richtig. Was eigentlich schwachsinnig ist, ist der Repertoirezwang am Theater. Das einzige Theater, was ökonomisch funktioniert in Deutschland, ist das Festspielhaus in Bayreuth, weil die eben nur 2 Monate spielen im Jahr. Der Zwang, jeden Abend zu spielen, ist eigentlich tödlich für Theater. Theater tot. Leeres Theater. Auf der Bühne stirbt ein Spieler nach den Regeln seiner Kunst. Den Dolch im Nacken. Ausgerast die Brunst. Ein letztes Solo, das um Beifall wirbt. Und keine Hand. In einer Loge, leer wie das Theater, ein vergessenes Kleid. Die Seide flüstert, was der Spieler schreit. Die Seide färbt sich rot. Das Kleid wird schwer vom Blut des Spielers, das im Tod entweicht. Im Glanz der Lüster, der die Szene bleich trinkt, das vergessene Kleid die Adern leer, dem Sterbenden, der nur sich selbst noch gleicht. Nicht Lust noch Schrecken der Verwandlung mehr, sein Blut ein Farbfleck ohne Wiederkehr. Nur, dass die Furcht weiters nach dem Tode den Willen irrt, dass wir die Übel, die wir haben, mehr ertragen als zu Unbekannten fliehen. So macht das Üble feige aus uns allen. Ich stehe hier eigentlich nur als Stuntman für Harald Junke, wie Sie wissen. Und deswegen müssen wir wenigstens für die Gesundheit dieses großen Künstlers, der nur für die Boulevardpresse ein Spaßmacher ist. Ich finde, er ist ein großer Künstler und er ist sehr krank und wir hoffen, dass er gesund wird. Und deswegen müssen wir, ich bitte Sie, wir können Ihnen allen jetzt nichts geben, aber nach dieser Veranstaltung können Sie alle auf Harald Junke trinken. In Deutschland versucht doch jeder im Moment, sich zu verstecken. Seine Probleme verklausulieren oder zu übersetzen in irgendwas, in Allegorien oder in Parabeln und was immer. Oder auch in Romane. Mich interessiert die Wiedervereinigung im Moment noch gar nicht. Das ist noch gar nicht dran. Ne? Ich habe jetzt ein Stück geschrieben, ne? Das endet aber nur mit dem Triebtäter von Brandenburg, also mit dem Rosa Riesen. Ne? Das ist für mich der Endpunkt im Moment. Ne? Danach kommt vielleicht was anderes. Ne? Man braucht eine Distanz, man braucht Zeit. Heiner Müller, tot in Berlin, am 30. Dezember 1995. Im Spiegel mein zerschnittener Körper, in der Mitte geteilt vor der Operation, die mein Leben gerettet hat. Wozu? Für ein Kind, eine Frau, ein Spätwerk. Leben lernen mit der halben Maschine. Atmen. Essen. Verboten die Frage, wozu? Die zu leicht von den Lippen geht. Der Tod ist das Einfache. Sterben kann ein Idiot. Brigitte Maria Meyer, Heiner Müller ist inzwischen eine Kultfigur, eine Ikone geworden. Wie erklären Sie sich diese gigantische Verehrung? Na, das war ja schon zu Lebzeiten eigentlich und so, das ist ja so. Und gut, wann ist das? Das war so Mitte der 80er, Anfang der 80er ja schon. Und ich denke, also, wenn man jetzt mal von der
Ursehnsucht der Deutschen nach einem König absieht, ist es sicherlich so, dass wir in einer Zeit leben, wo Persönlichkeiten einfach auch rar werden. Ja? Und wo jemand wie Heiner Müller, der ja die Begabung hatte, Dinge einfach auszudrücken, also auch verständlich zu machen, wo so eine Sehnsucht ja dann da ist, dass jemand eine Wahrheit sagt. Ja? Und das Normale ist ja das Verstecken. Ja, und diese Sehnsucht nach dem König, das hat man sicherlich nach dem Tod, das war ja also ein wahnsinniger Verlust, jetzt nicht mal nur für mich, sondern ja auch einfach, Heiner Müller war ja nun so ein Zentrum vom kulturpolitischen Leben hier in Deutschland. Und jetzt auf dieser Suche ja im Prinzip das Erste, was ist, man hat einen Verlust, ja, man sucht ja nach einem Ersatz erstmal, ja, und jetzt wenn man jetzt zum Beispiel das Berliner Ensemble jetzt mal also einfach als Beispiel nimmt, ja, also so die Suche nach dem neuen, also der König ist tot, es lebe der König, die Suche nach dem neuen König, was man ja versucht hat, dann alles im Prinzip Martin Wuttke auf die Schultern zu legen und wo man ja also so einen wahnsinnigen Anspruch hat und sich ja einen neuen Heiner Müller schaffen wollte eigentlich da, ja. Und ich denke, gut, das ist sicherlich vielleicht normal nach dem Tod und wo es halt doch aber sehr immer um die Person ging, um den Verlust der Person ging und wo es eigentlich komischerweise jetzt gar nicht so sehr erstmal um die Texte ging. Ja? Und ich glaube so, dass jetzt so nach einem Jahr wird sich das, also so diese Sehnsucht nach der Person ein bisschen legen und ich denke, jetzt werden sicherlich die Texte und das Werk wieder wichtiger werden. Sie hatten einigen Ärger mit Verlagen etwa, wurden von manchen Schreibern quasi zur prozesswütigen, bösen Witwe stilisiert. Mhm. Wie erklären Sie sich solche Bösartigkeit? Naja, also das ist ja ein Klischee. Also und im Prinzip hatte ich so das Gefühl, die warten nur, bis man mal so einen Schritt vor die Tür macht irgendwie, um zu sagen, hier, also die jetzt. Und das war ja immer was andere Leute mir aufgemalt haben. Also und sicherlich ist nach so einem Tod die Frage war ja, wem gehört Heiner Müller jetzt? Ja? Und ist es ja plötzlich hatte ich ja eine Position. Also ich hatte ja im Prinzip Einfluss und das ist, glaube ich, das, was man erstmal mir eigentlich gar nicht geben wollte. Ist es denn auch Neid auf die Königin gewisserweise? Wir haben den König angesprochen. Mhm. Ist es einfach auch banal Eifersucht und dass man... Ach, das ist sicherlich ganz, ja, sicherlich ganz normale Eifersucht und auch Sozialneid, alles was ganz normal ist auf der Welt. Leider. Wie lebt es sich mit dieser vermutlich schwierigen Doppelexistenz, Künstlerin und zugleich Beschützerin, wenn man so will, des Werks von Heiner Müller zu sein? Ach, man wächst mit seinen Aufgaben. Also ich denke mal, also gut, wenn ich, muss das einfach für mich im Alltag trennen. Also weil ich natürlich, wenn ich mich jetzt um Sachen von Heiner Müller kümmere, dann kann ich mich nicht gleichzeitig um meine Arbeit kümmern. Also das ist, glaube ich, auch eine Organisationsfrage und dann eine Frage, dass man abschalten kann davon. Und dann muss man natürlich auch einfach Abstand kriegen, dass man Dinge nicht persönlich nimmt, die einem da begegnen. Wenn ich es wagen darf, das Thema Tod anzurühren, in Ihrem eigenen Werk war schon vor Heiner Müller der Tod, das Sterben, stets ein wichtiges Motiv, ein wichtiges Thema. Hat sich das intensiviert? Gibt es eine Art Trauerarbeit in Ihrem eigenen Werk? Das ist mir witzigerweise ja nie so aufgefallen, dass auf fast allen meinen Bildern Tote sind. Das ist mir nur aufgefallen, als mein Sammler zu mir sagte, der zwar einige Bilder von mir gekauft hat, sich die aber nie aufhängt. Es tut mir leid, ich kann die in meiner Firma nicht aufhängen, da sind immer Tote drauf. Sicherlich bin ich einfach früh mit Tod konfrontiert worden, weil mein Vater sehr früh gestorben ist. Und also das Thema ist bei mir immer noch drin. Und ich meine, also jetzt speziell, dass ich jetzt speziell Trauerarbeit auf Heiner Müller hin gerichtet mache. Also ich denke so ein bisschen, also Kunst- oder Kulturschaffende machen immer ein bisschen Trauerarbeit, auch mit in ihrer Arbeit. Die Toten sind nicht tot, sagte Alexander Kluge. Es ist ein Irrtum, dass die Toten tot sind, ja. Wie geht Ihr Gespräch mit Heiner Müller weiter? Schwierige Frage. Also ich meine, ich möchte die einfach beantworten. Also, aber das klingt alles ein bisschen komisch. Also ich lebe ja mit Heiner Müller. Also und im Prinzip sagen wir mal, ich habe vorher mit der Person Heiner Müller gelebt, also mit der öffentlichen Person Heiner Müller gelebt und das tue ich auch im Prinzip immer noch.
2, dann 3, dann 4, dann steht der böse Vampir vor der Tür. Brecht war in der DDR sehr, sehr isoliert und er war ein Störfaktor, bis er starb. Erst danach wurde er kanonisiert und man hat die Geschichte seiner Beziehung zur DDR neu geschrieben. Bis dahin war das zum Beispiel, es sind Studenten der Theaterhochschule Leipzig relegiert worden. Noch in den frühen 50er Jahren, weil sie Aufführungen des Berliner Ensembles besucht hatten. Also Brecht war eine Art teuflisches Prinzip, mephistophelisches Prinzip, das man sich leisten musste wegen seiner internationalen Repräsentanz. Ich weiß nicht, ob er mich mochte oder ob ich ihn mochte, also das ist, weiß ich nicht. Ich wollte damals, weil das Berliner Ensemble war ein Mekka natürlich für einen jungen Mann aus der Provinz, der in Berlin Fuß fassen wollte und mit Theater zu tun haben wollte. Ich habe versucht, in dieses Mekka einzudringen, es ist mir nicht gelungen, worüber ich Jahre später sehr froh war. Aber im Moment war ich sehr enttäuscht und sehr gekränkt. Ich hatte ein Gespräch mit Brecht, oder zwei. Ich war einmal in Weißensee in seinem Haus. Wenn man so jung ist, ist man frech und geht da einfach hin. Und das war gerade Abendbrotzeit und habe ich die Weigel, glaube ich, rausgeworfen. Und dann war ich im Berliner Ensemble und habe ihm Gedichte gezeigt. Er hat die durchgeblättert und sagte, sehr interessant, und wovon leben Sie? Wo ist der Morgen, den wir gestern sahen? Der frühe Vogel singt die ganze Nacht. Im roten Mantel geht der Morgen durch den Tau, der scheint von seinem Gang wie Blut. Ich lese, was ich vor 3, 5, 20 Jahren geschrieben habe, wie den Text eines toten Autors aus einer Zeit, als ein Tod noch in den Vers passte. Die Mörder haben aufgehört, ihre Opfer zu skandieren. Ich erinnere mich an meinen ersten Versuch, ein Stück zu schreiben. Der Text ist in den Nachkriegswirren verloren gegangen. Es begann damit, dass der jugendliche Held vor dem Spiegel stand und herauszufinden versuchte, welche Straße die Würmer durch sein Fleisch gehen würden. Am Ende stand er im Keller und schnitt seinen Vater auf. Im Jahrhundert des Orest und der Elektra, das heraufkommt, wird Ödipus eine Komödie sein. Und für mich war klar, dass der, ich weiß, es ist jetzt ein Selbstzitat, der Aufenthalt in diesem Material für mich... ...fällt die Auferstehung aus. Der Sucher, jeden Stein hat er umgedreht 4-mal. Jetzt kann er nur noch warten. Das Gesicht an seinen Baum oder... an seiner Wand, die Hand über den Augen, bis die Welt an ihm vorbei ist. Merkst du ihren Gang? Leg deine Hand über die Augen, Bruder. Die anderen, die der Sucher an den Boden genagelt hat mit seinem Handschlag, an Baum oder Wand, weil sie nicht schnell genug gelaufen sind aus ihrem Versteck, das nicht sicher genug war, und jetzt haben sie für ihre Augen keine Hand, weil sie sich nicht bewegen dürfen und die Augen schließen dürfen sie auch nicht nach der Regel. Wie Steine auf dem Friedhof warten sie. Mit offenen Augen,
auf den letzten Blick. Das Lager war auf irgendeinem Plateau, das war im Erzgebirge. Und ich stand mit meiner Mutter vor dem Tor. Man durfte nicht ins Lager. Und auf der anderen Seite stand mein Vater, also der Draht dazwischen. Und ich erinnere mich nur, dass er sehr klein aussah und sehr Sträflingskleidung war ihm zu groß. Und, er sah sehr klein aus und sehr dünn. Und neben ihm stand ein Posten mit einem dicken, freundlichen Schweinekopf. Und der sagte mir, dass mein Vater bald nach Hause käme. Und ich habe danach, hat mir meine Mutter erzählt, öfter im Schlaf so gefragt, warum er nicht über den Zaun springt, warum er da drin bleibt. Also das war schon eine Vatertötung, dieses Erlebnis, dass er schwach war und dass er ein Besiegter war. Heiner Müller, Geburt in Eppendorf, am 9. Januar 1929. Das war 36, glaube ich. Und da gab es ein Aufsatzthema über die Autobahn, die Straßen des Führers und ich glaube in allen Schulen, jedenfalls in Sachsen, wo ich war, mussten darüber Aufsätze geschrieben werden. Und es gab die Mitteilung, dass man, dass die besten Aufsätze prämiert werden. Und ich kam nach Hause, mein Vater, wie gesagt, war arbeitslos. Und ich erzählte ihm das und er sagte, du musst keinen Preis kriegen, das ist nicht wichtig. Er hat im Allgemeinen sich nicht eingemischt, also ich habe das selber gemacht. Und dann, als ich nur anfing, diesen Aufsatz zu schreiben, ich weiß nicht wie und wusste auch nicht wie, kam er und sagte, wenn du diesen Aufsatz schreibst, ich helfe dir und da schreibst du einen Satz rein. Und dann hat er mir einen Satz gesagt, den habe ich reingeschrieben, das war der Satz, es ist gut, dass der Führer die Autobahnen baut. Herzkranzgefäß. Der Arzt zeigt mir den Film. Das ist die Stelle. Sie sehen selbst. Jetzt weißt du, wo Gott wohnt. Asche, der Traum von 7 Meisterwerken. 3 Treppen und die Sphinx zeigt ihre Kralle. Sei froh, wenn der Infarkt dich kalt erwischt, statt dass ein Krüppel mehr die Landschaft quert. Gewitter im Gehirn, Blei in den Adern. Was du nicht wissen wolltest, Zeit ist Frist. Die Bäume auf der Heimfahrt schamlos grün. Ich habe überhaupt keine Hoffnung. Ich habe auch keine Verzweiflung. Also das ist nicht mein Gebiet, ist auch nicht meine Arbeit. Ich versuche zu beschreiben, was ist. Also wenn ich schreibe, dann bin ich im Wesentlichen allein und dann schreibe ich also für mich und ich bin mein Publikum und wenn es gespielt wird oder wenn es aufgeführt wird, dann kommt Publikum dazu. Da steht eine ganz andere Situation. Aber schreiben kann man nicht für einen Staat oder für eine Ideologie oder was immer. Als Kinder haben wir Versteck gespielt. Erinnerst du dich noch an unsere Spiele? Alle verstecken sich, einer muss warten. Gesicht am Baum oder an einer Wand. Die Hand über den Augen, bis der Letzte seinen Platz gefunden hat. Und wer gesehen wird, muss um die Wette laufen mit dem Sucher. Wenn er zuerst am Baum steht, ist er frei. Wenn nicht, muss er stehen bleiben auf der Stelle,
als ob der Handschlag an Wand oder Baum ihn an den Boden nagelt wie ein Grabstein. Er darf sich nicht bewegen, bis der Letzte gefunden ist. Und manchmal wird der Letzte, weil er zu gut versteckt ist, nicht gefunden. Dann warten alle, die versteinert dastehen, jeder sein eigenes Denkmal auf den Letzten. Und manchmal kommt es vor, dass einer stirbt und sein Versteck wird nicht gefunden. Kein Hunger treibt ihn heraus aus seinem Tod, der ihn gefunden hat, außer der Reihe. Die Toten haben keinen Hunger mehr. Dann produktiv ist als Dramatiker. Weil dieses Material kriege ich zum Beispiel in der Bundesrepublik nicht. Da kann ich nur Hühneraugen-Dramatik schreiben. Und in der DDR konnte ich Krebs-Dramatik schreiben, wenn man bei diesem Krakhaus bleiben will. Ne? So ist das also. Da schindet man sich krumm, ins Kreuz getreten 30 Jahre, fressen wie ein Hund und den Trab wie ein Gaul. Und jetzt heißt es, ein Saboteur? Das ist also euer Arbeiterstaat. Ihr seid nicht besser als die Nazis. Sag das nochmal. Ich hab gesagt, ihr seid nicht besser als die Nazis. Schreiben, wenn ich, warum ich zum Beispiel in der DDR lebe und hier auch bleiben will und werde. Ein Grund dafür ist, was mich ärgert, zum Beispiel, wenn ich in Köln durch die Fußgängerzone gehe oder durch eine beliebige Fußgängerzone, wo eingekauft wird, ärgert mich die Unschuld dieser Bevölkerung. Die sind alle unschuldig und ich mag keine unschuldigen Menschen. Das ist für mich fast mit Ekel verbunden, diese Unschuld. Die sind an nichts schuld gewesen und sind auch jetzt an nichts schuld und sind subjektiv wirklich unschuldig. Das bin ich nicht. Meine Herausgeber wühlen in alten Texten. Manchmal, wenn ich sie lese, überläuft es mich kalt. Das habe ich geschrieben im Besitz der Wahrheit. 60 Jahre vor meinem mutmaßlichen Tod. Welches Grab schützt mich vor meiner Jugend? Ja, die Voraussetzung für die Rolle des Hofnarren ist doch ein funktionierender und ein abgegrenzter Hof. Und den gibt es nicht mehr. Also diese Grenzen werden immer durchlässiger. Der Hof ist nicht mehr abzugrenzen. Und das hat schon Folgen. Ich hätte zum Beispiel überhaupt keine Lust im Moment, in der Bundesrepublik zu inszenieren. Weil ich glaube, da kommt man wirklich in die... Da kommt bestimmt auch mein Vater wieder Arbeit, der so lange feiern musste. Und ich habe das reingeschrieben und der Aufsatz wurde prämiert und er kriegte eine Arbeit an der Autobahn. Und das habe ich wirklich als Fahrrad empfunden. Weil wir waren einig darüber, dass Hitler ein Idiot ist und ein bösartiger Idiot und dass dieses System feindlich ist. Und plötzlich hat er mir diesen Satz in den Aufsatz geschrieben. Woher, Kamerad? Aus der Schlacht. Wohin, Kamerad? Wo keine Schlacht ist. Deine Hand, Kamerad. Ah!
Brecht ist, wollte nicht in die sowjetische Besatzungszone zunächst. Er wollte ein Theater in der amerikanischen Zone, wo er zu Hause war, in dem süddeutschen Bereich. Die, nach dem, was ich weiß, das ist alles noch nicht ganz geklärt, waren die Amerikaner dagegen, dass Brecht da ein Theater kriegt. Dann hat er als vorsichtiger Mensch und in Kenntnis der Geschichte des Stalinismus natürlich, hat er die österreichische Staatsbürgerschaft erworben durch ein Versprechen, was er allerdings nicht eingelöst hat, die, den Jedermann neu zu schreiben für Salzburg. Dafür kriegte er über Gottfried von Einem die österreichische Staatsbürgerschaft. Als österreichischer Staatsbürger kam er dann in die sowjetische Besatzungszone. Und für ihn war die DDR dann sowas wie eine junge Prostituierte im Verhältnis zu einem alten Syphilitiker. Der alte Syphilitiker war für ihn die Bundesrepublik. Und er glaubte wirklich, wie sehr viele Emigranten, also vor allem kommunistische und linke Emigranten, aber auch Arnold Zweig, der Jude war und aus Israel kam, die glaubten wirklich, dass in der Bundesrepublik der Faschismus sich wieder